Herzlich willkommen zurück zu Little Big Planet mit einem bösen Minotauren mit Hasenschwänzchen. Sieht man das? Ich habe ihm ein Hasenschwänzchen verpasst. Macht die ganze Gestalt ein bisschen lächerlich. Finde ich cool. Oh, hallo. Wir gehen in die Savanne. Lustige Safari. Ja, möchte ich auch spielen. Diese Option, um weiter durch das Little Big Planet schwinge durch den Dschungel, um Sola zu finden. Material und so zu sammeln, mit dem du schräge neue Welten auf meinen Mond bauen kannst. Ja, der Sprecher ist extrem nervig, wenn man als Let's Player dann auch noch reden will. So, wir starten im U-Boot, was wir vorhin in den letzten Level gesehen haben. Oder vorhin. Für mich vorhin, für euch vor ein paar Tagen. Stunden. Hui, und das U-Boot wird abgeschossen. Oh mein Gott. Oh Gott. Komme ich hier jetzt auch raus? Weil das U-Boot ist echt unglücklich gefallen. Das ist auch so eine Sache. Das fällt immer anders. Das ist nicht geskriptet, wie es fällt. So wie es aufschlägt, fällt das auch raus. So, ich möchte auf die Kante hier. Oh, komme ich jetzt hier runter? Ja, gut. Glück gehabt. Hier hinten gibt es doch bestimmt noch was. Preisblasen gibt es hier noch. Ein neues Objekt. Das U-Boot. Cool. Und was ist hier? Neue Deko. Und wir haben irgendeine Statue zerstört. Oder einen Affen. Oh nein, du hast eine von Solas Kreationen beschädigt. Such ihn lieber in seinem Baumpalast auf. Ja, wir haben eine seiner Kreationen, seine Statue zerstört. Und hier kriegen wir noch einen Löwen- und ein Zebra-Kostüm. Ja, sieht man dann da hinten auch immer im Bild. Ja. Fangen wir in der Savanne an. Jetzt haben wir den Affen gekriegt, den wir gerade gesehen haben. Oh, Giraffen. Und da hinten ist irgendwas Süßes in der Preisblase. Es sieht aus wie irgendwas Rundes. Ein Fisch mit einem lustigen Auge. An die Giraffen könnte man sich, glaube ich, festhalten, weil die aus Stoff sind. Ne, kann man nicht? Okay, sind nicht aus Stoff. Dann sind die aus irgendwas Holzigem, Steinigem oder so. So, ist hier irgendwie, geht's hier weiter? Eine Preisblase gibt's hier noch. Da, der Fall sagt mir, dass es da weitergeht. Ich gehe mal hier weiter. Hier bräuchte man die Rose. Die haben wir. Moment. Die Rose haben wir. Rose. Oh, mit der Minotauro mit Röse. Ja, sehr schön. Wieso ist der... Ist die Kamera denn jetzt so kacke? Geh mal weg. So. Nein! Ich gebe eine Nachricht ein. Ja, ich möchte nicht chatten. So. Zack. Ich möchte gerne... Moment. So möchte ich die Rose haben. Dann hebt die Giraffe ihren Kopf und wir können hier die Sticker sammeln. Und ein Kostüm haben wir auch noch gekriegt. Gut. Mach mal den Kopf hoch. Lass den Kopf nicht hängen, Giraffe. So. Kriegen wir hier noch eine Giraffe. Wir kriegen halt wirklich immer das Level-Equipment, was hier so rumliegt. Und die Musik hier ist auch sehr schön. Und hier müssen wir uns an die Schwänze vom Affen hängen. Klingt sehr versaut. Ist es auch. Irgendwo. So. Hallo, Checkpoint. So, hep. Und die Dinger gehen, glaube ich, runter. Ja, so ganz komisch runter. Auf den Dingern kann man sich auf jeden Fall ein bisschen nach oben... einen Schwung holen und nach oben kommen. Ja, es geht. Auf jeden Fall. So. So. Ja, wo hänge ich? Wo hänge ich? Wo hänge ich hier? Hallo? Ich hänge. Nein! Ich habe mich hier reingeglitscht. Nein! Könnte... Hallo? Ich habe hier ein Problem. Ich kann hier nicht mehr raus. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Mir fällt gerade ein, man hat doch die tolle Selbstzerstörungsfunktion. Warum nutze ich die nicht? Ich habe mich da jetzt wirklich festgeglitscht. So. Dann brauche ich auch keinen großartigen Schnitt setzen. So. Nein! Gut, das mit den... Was mache ich denn hier? So. Ja, fiel mir gerade ein. Man hat doch diese tolle Selbstmordfunktion in Little Big Planet. So, kann ich da irgendwie hinter? Hier müsste man schauen, ob man nicht irgendwie über den Hintergrund dahin kann. Aber kann man jetzt irgendwie nicht. Ich sehe da jetzt auch keinen Eingang. So. Ich möchte da wieder hoch, also muss ich hier wieder so toll springen. Was manchmal extrem knifflig ist. Weil wenn man eine Sekunde zu spät springt, hat sich der Sprung auch schon... Warum mache ich das? Warum mache ich das so? Ach, die Giraffe hebt mich hoch. Okay, man kann sich hier doch an der Giraffe festhalten. Wahrscheinlich nur an diesem Kinder. Hier an diesen runden Drehdings. So, den Checkpoint hätten wir schon mal. Falls ich sterbe, starte ich hier wieder. So. Huch, der ganze Ast geht runter. Und dann mal hier auf den Affen und hier die Preisblasen noch abgegriffen. Da oben sind noch mehr. Wo ich jetzt noch nicht hinkomme anscheinend. Da oben erst. So, wie komme ich denn da unten an die Blase? Doch, Moment, man kommt da hin. Man kommt da hin, auf jeden Fall. Moment, ich weiß sogar wie.
Kann ich dahinter springen? Oder wo sich da hinten irgendwo, Moment. Ja, hier. Ab in den Hintergrund und hier kommen wir rein. So. Da muss man sich halt so manchmal die Stellen suchen, wo man halt reinkommt. Hep. Da, da, da. Und die Musik rockt. Woo. Und hier können wir uns die nächsten Preisblasen sammeln. Und hier gibt's nichts mehr. Gut. Oh, ich möchte auf der Giraffe landen. Oh Gott. Nicht am Boden festhalten. An der Giraffe. So, ach, der hält sich vorne an der Schnauze fest. Okay. Und hier wäre wieder ein Zwei-Spieler-Bereich, um noch mehr Preisblasen abzugreifen. Hip. Man kann das ganze Spiel natürlich zu zweit spielen. Macht auch bestimmt tierisch Spaß. Habe ich auch schon mal gemacht. Ist halt nur extrem schwer, wenn der andere dann stirbt mit den Bildschirmverschiebungen und alles. Das ist manchmal ein bisschen knifflig, aber mit etwas Übung kann man das Spiel auch zu zweit meistern. So, hep. Ah, ich wollte da nicht hoch. Ich wollte hier die Preisblasen haben. So. Und die am besten auch. So. Hep, hep. Zack. Njong. Material, neues Material. Und noch mehr Preisblasen. Masken und Deko oder so. Wo komme ich denn jetzt hier weiter? Hallo. Der Affe hat mich hochgezogen. Gehen wir mal nach rechts. Ja, richtig. Gut. Affe, lass mich nicht im Stich. Ich glaube, ich hing ein bisschen doof an seinem... So. Gut. Und hier ist Lava. Oder Feuer, was wir auf keinen Fall betreten dürfen, weil sonst verpuffen wir sofort. Wie bei den Geistern. So. Da hat mich der Affe getötet. Fand ich jetzt nicht so toll vom Affen. So. So. Da unten ist eine Preisblase, die möchte ich noch haben. Hep. Hep. Ich, Zola, vergebe dir, dass du eine meiner Kreationen beschädigt hast, wenn du herausfindest, was den Büffeln Probleme macht. Okay. Dann gucken wir, was den Büffeln Probleme... Da haben wir ein neues Audio-Objekt bekommen. Heißt, neue Musik, die wir in unseren eigenen Leveln benutzen können. Wow. Nein. Oh Gott. Und Level erstellen in dem Spiel, dann muss man sich extrem Zeit für nehmen. Ich möchte da an diese Preisblase. An diese. Habe ich mich schon wieder festgewitscht? Nein, gut. So. Ich möchte die Preisblase da haben. You want so much. Ey, habe ich es mir jetzt verkackt? Wow. Gibt's doch nicht. Ich wollte den Fisch doch haben. Ach, egal. Lassen wir den Fisch halt zurück. Hier unten gibt's auch noch was. Nein, nicht zerstören. Haben wir nicht das Item. Sieht aus wie so ein Minecraft-Huhn, so in den Umrissen, würde ich sagen. Ja. Gut, und noch ein Rennen. Oh, Büffel. Wollen wir mal hoffen, dass die Büffel uns nicht großartig aufhalten. Da ist ein Stern, den ich... Oh Gott, den ich haben möchte. Hallo, Stern. Hep. Hep, und an den Affen hängen. So. Moment, ist da noch was? Tatsächlich. Ist scheiß auf Zeit. Brauche ich eh nicht. Ich möchte die Preisblasen haben. Da ist noch eine. Vielleicht schaffe ich das ja sogar trotzdem. Nee, so nicht. Ich glaube, ich mache erstmal das Rennen zu Ende. So. So. Okay. Aua. Jetzt hat er mich zerquetscht. Aber ich habe hier gestartet und gehe jetzt erstmal durchs Ziel, würde ich sagen. Aua. Ja, sehr gut. Äpp. Äpp. So, einmal durchs Ziel. Aua. Gut, das Rennen hätte ich damit geschafft. Und hole mir jetzt die restlichen Preisblasen hier. Bevor ich hier gleich komplett verrecke. So, neues Objekt. Hep. 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 Und ich möchte... Nein, nicht darunter. Da sterbe ich doch wieder, weil ich mit den Büffeln nicht klarkomme. So, hep. Und da dran springen. Und da dran springen. Und hier rüber. Und das Level ist vorbei. Folge mir. Ich glaube, ich weiß, was mit den Büffeln los ist. Okay. Level abgeschlossen. Da hat mein Kostüm ja ganz gut gepasst mit den Büffeln, wa? Modische rosa Sonnenbrille. Und ein Gänseblümchen haben wir bekommen. Wir haben natürlich nicht alle Objekte. Dafür braucht man mindestens zwei Durchläufe, um alle Objekte zu kriegen meistens. Ja, ich laufe durch die Gegend. Ich bin ein Büffel mit Hasenschwanz. Ne, ja, ist 14.720. Ja. Mach. Fertig. Fortsetzen.
was ist das für ein Level? Der brennende Wald. Den brennenden Wald machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin.